Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir waren größtenteils fertig am Anfang. Im Grunde die Grundlagen gelernt und können jetzt ein Krankenhaus weiter. Expandiere durch die Gründung eines zweiten Krankenhauses. Dann machen wir es auch. Willkommen in Lower Ballocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Okay, nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiter nach Bewerbern Ausschau halten, die Qualifikationen der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Psychiatrie-Trümmer freigeschaltet. Baue Psychiatrie. Wir haben noch gar keine. Dann müssen wir erst noch eine bauen. Wir bauen eine Psychiatrie. Muss die so groß sein? Wow. Mit einem Stuhl. Und einer Liege. Wunderschön. Zwei schönen Fenstern, einen hübschen Aktschrank, einen Abfalleimer und ein Feuerlöscher darf auch nicht fehlen. Wunderschön. Wir wurden von Bungie Technology kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich ihre psychiatrische Lizenz entzogen, wegen eines Vorfalls mit... es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, ihre Psychiatrie-Patienten zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger ihrer neuesten Technologien ermöglichen. Solange unsere Organisation keine Forschungslizenz hat, müssen wir um jegliche technologische Unterstützung froh sein. Okay. So, uns fehlt wieder alles, ne? Ja. wir können hier auch erweitern. Nice. So, fangen wir mal an. Zimmer. Wir brauchen... Halt, Arztpraxis haben wir. Wir brauchen eine Apotheke. Mit einem schönen Medikamentendinger. Feuerlöscher. Reicht schon. Wir bauen erstmal Zimmer und dann allgemeine Diagnose. Reicht das auf der Größe? Nein. Verstorbene Patienten werden gebeten, nicht im Krankenhaus umherzuspuken. Ja, möchte ich abbrechen. Zimmer. Allgemeine Diagnose. Machen wir so. Ein wichtig ist der Feuerlöscher, falls es nicht mal brennt. So. Ja, ich gebe dir gleich Mitarbeiter, sei ruhig. Wir brauchen noch eine große Station. Kann man so bauen. Aha. Bitte, ist mir egal. Das dahin. Das kommt hier hin. Und dann wollen wir eins. Ich habe letzte Woche eine dieser naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf besucht, um zu sehen, ob sie etwas gegen meine Soßenallergie tun können. Sie haben mir einen langen Aufenthalt in dem Spa und eine Flasche Rosmarinextrakt verordnet. Hä, wieso ungültige Objekte verkauft? Hat mich ein ganzes Monatsgehalt gekostet, aber allmählich spüre ich schon den Effekt. Bratensoße kann ich aber immer noch keine essen. Okay. Dann brauchen wir noch ein Pausenzimmer. Das kommt nämlich jetzt einfach. Ja, du kriegst deinen Mitarbeiter gleich. Mensch, musst du denn immer so viel meckern? Reinsetzen. Und fertig.
Das reicht als Pausenraum von Anfang. So, ja, jetzt kriegst du deine Mitarbeiter. Wir haben Easy Scan. Wunderschön. Kriegst du gleich. Jetzt muss ich jetzt kurz. Wir brauchen einen Krankenpfleger. Das ist gar nicht hier, ne? Egal. Das Ding können wir upgraden. Es fehlt, glaube ich, noch ein Arzt. Wichtige Durchsage. Bitte senken Sie Ihre Erwartungen. So, einstellen. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Krankenpflege. Nein, wir haben gar keine. Macht auch von Anfang an immer Sinn, noch einen weiteren Hausmeister. So. Wir haben das, wir haben das. Du gehst da rein. Wo ist mein anderer Arzt? Da ist mein anderer Arzt. So, die schlägt das Ding kurz und klein. Du gehst jetzt dahin. Du läufst auch bloß rum. Also darfst du dahin. Wunderbar. Was fehlt uns denn jetzt noch? Toiletten fehlen uns. Toilette. So. Waschbecken. Perfekt. So, die Entleuchtungsklinik brauchen wir auch noch. In den Schlagzeilen des Tages findet sich heute ein Interview mit dem Lottogewinner Gustav Geht's noch. Er teilt uns darin mit, dass der Gewinn des Jackpots ihn kein bisschen verändert hat. Das Interview wurde am Yachthafen von Croquembouche in seinem neuen goldenen Luftkissenboot geführt. So. Genauso wie früher also. Feuerlöscher. Und fertig. Okay, wieder so. Ja. Verbaler Durchfall. Und müde Knochen. So, das ist immer noch am Upgraden. Können wir den jetzt? Den können wir auch upgraden. Feuerübung. Bitte verhalten Sie sich so, als gäbe es ein Feuer. Können wir noch nichts upgraden. Ist auch schön, wie die Tür hier offen ist. Sehr toll. Ich habe gewusst, von der Karte aus kannst du zu jedem Krankenhaus unserer Organisation zurückkehren. Alle Zimmer und Objekte, die wir freigeschaltet haben, sind dann auch dort verfügbar. Toll, das Maschinen-Upgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genügend Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Bungie Technologies dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung. Ich glaube, es ist Bungie. Dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung. Ihre Psychiatrie-Patienten. Sie gewähren uns Zugang zu einer ihrer Maschinen. Dem Umtöpfer. Ja, dem Umtöpfer. Wir haben die Töpferei freigeschaltet. Geil. Das war ein Ding, glaube ich. Ne? Nee, halt weg damit. Ja, richtig. Die Töpferei. Mindestgröße 4x4. Ist nicht dann zu klein. 4x4. So. Feuerlöscher. Ein hübsches Fenster. Fertig. Haben wir schon? Ja, wir haben schon einen Topfpatienten. Nice. Besitze zwei Gebäude. 75 können wir uns noch nicht leisten. Oh,
können voll viel Gebäude bauen. Hey, das kostet 25. Nehme ich. Das kostet 50. Ja, wir bauen das mal hier drüben. Cool. Und den Krankenpfleger. Die ist gut. Die nehmen wir. Arzt haben wir. Oh je, davon ist keiner mehr. Wir brauchen Assistentin. Ihn da. Wundervoll. Hier wird unser neues Abteil gebaut. Dafür wird den Spielplatz einfach mal blatt gemacht. Auch geil. Schön. Gut, dann haben wir schon mal die Grundsubstanz unseres neuen Krankenhauses. Und hier haben wir auch schon das neue Abteil. Somit beenden wir die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.